Tja, laut Süddeutscher Zeitung hatte es ja schon im Februar ein Geheimtreffen Seehofers mit den früheren CSU-Chefs Weigel und Stoiber gegeben, bei dem die beiden Altvorderen Seehofer gedrängt haben sollen, weiterzumachen. In jüngster Zeit war Seehofer zudem von mehreren CSU-Spitzenpolitikern dazu gedrängt worden. Als populärster CSU-Politiker gilt Seehofer ja vielen als Garant dafür, dass die Partei bei der Bundestagswahl am 24. September gut abschneidet und dann ein Jahr später in Bayern ihre absolute Mehrheit verteidigt. Und zu denen gehören ganz sicher auch diejenigen, die sich heute nach der Vorstandssitzung in München zu Seehofers Entscheidung geäußert haben, allen voran CSU-General Andreas Scheuer. Wir haben sehr viel geredet und sehr viel telefoniert und jetzt ist es auch sehr, sehr gut. Genau fünf Monate vor einer Bundestagswahl mit Klarheit, wer für uns im Team den Erfolg erkämpfen wird. Und deswegen ist es heute ein sehr, sehr wichtiger Tag für die CSU, aber auch für Bayern. Und deswegen wird es, das prognostiziere ich mal, am Ende dieses Tages ein sehr erfolgreicher Arbeitstag sein. Wenn Sie ein paar Tage gehabt haben, die eigentlich auch mal dazu genutzt werden sollten, mal sich auch über die Ostertage zu erholen und Zeit mit der Familie zu verbringen, aber real in den Vorbereitungen für den 24. September gelaufen sind und vor allem auch die Organisation der Bundestagsliste. Das war jetzt das Wichtige über diese Tage und wir sind ja schon sehr, sehr intensiv im Kontakt über die letzten Monate mit der CDU, was die Inhalte betrifft. Und jetzt fahren wir das Tempo hoch und natürlich wird es eine Teamleistung sein. Wir werden hier im Haus eine sehr, sehr moderne Kampagne anbieten. Wir werden natürlich auch die notwendigen inhaltlichen Dinge vorbereiten. Wir werden in der CSU sehr viel an Vorarbeit leisten, sodass ein gemeinsames Regierungsprogramm von CDU und CSU Hand und Fuß haben wird. Also es wird eine Teamleistung sein, sowohl von der gesamten personellen Aufstellung, aber auch von der gesamten inhaltlichen Aufstellung. Auch da haben wir jetzt über Ostern die Zeit genutzt, viel auch mit der CDU-Seite geredet. Horst Seehofer ist ein exzellenter Ministerpräsident. Er ist für die CSU durchsetzungsstark in Berlin. Und deswegen, meine Meinung ist bekannt, wenn er sich dazu entscheidet, als Parteichef und Ministerpräsident weiterzumachen, hat er meine Unterstützung. Und mein Gefühl ist auch, dass er in der Partei da stark getragen wird, dass wir uns freuen, wenn er weitermacht. Ich habe mich ja frühzeitig geäußert, wo ich glaube, dass die Richtung der Partei hingehen sollte, auch personell. Und wenn das dann so kommt, dann kann man hochzufrieden sein damit. Das sind die richtigen Entscheidungen, die getroffen werden. Und die Spitzenkandidatur? Ja, es ist offensichtlich, dass Sicherheit und Zuwanderung in diesem Wahlkampf eine große Herausforderung als Thema sein werden. Und von daher folgerichtig, dass auch jemand, der dies authentisch vertritt als Thema, mit bundesweitem Anspruch Joachim Herrmann dann auch eine Kandidatur für Berlin anstrebt. Ich unterstütze das vollumfänglich. Wäre es denn nicht aber auch ein gutes Signal gewesen, wenn jemand aus Berlin dann auch der Spitzenkandidat geworden wäre? Ich halte es für richtig, die Entscheidungen, wie wir sie jetzt treffen werden. Und der Joachim Herrmann hat unser vollstes Vertrauen in dieser Frage, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er bundespolitisch einen hohen Anspruch hat, beim Thema Zuwanderung eine hohe Wahrnehmung auch hat. Und das ist eines der Themen, das uns in den nächsten Wochen ja auch noch beschäftigen wird, im Zusammenhang mit den Sicherheitsfragen. Und ja, von daher jetzt richtig den Weg für die Bundestagswahl als Team zu bestreiten. Und wir halten eng zusammen. Ja, ich bin gerade auch im Interesse der Partei sehr zufrieden. Wir haben jetzt einen großen Bundestagswahlkampf zu bestehen und dann die Landtagswahl und sicherlich auch schon die Vorbereitung der Europawahl. Das sind drei Wahlen hintereinander. Und er ist das Zugpferd für die CSU schlechthin. Ein starker Parteivorsitzender, ein starker Ministerpräsident. Das heißt, auch wenn er
immer gesagt, er hört 2018 auf. Das muss man ja immer im Lichte der Aktualität immer wieder überprüfen. Und ich meine, wenn er gesund ist, und davon gehe ich aus, und ich habe ja auch einen sehr intensiven Dialog mit ihm, dann ist das für die CSU und für Bayern und auch für Deutschland eine sehr, sehr gute Lösung, weil er ist das stärkste Kaliber, hat eine hohe Wasserverdrängung in Berlin und in München und auch in Brüssel. Und damit gehen wir sicherlich sehr aussichtsreich in die drei Wahlen, vor allen Dingen jetzt in die Bundestagswahl.